noch, was für Vorstellungen hatte Hitler eigentlich von der Jugend? Also vom 14. bis zum 18. Lebensjahr dienten die Jungen in der HJ, die Mädels im Bund Deutscher Mädel. Die Jungen marschierten im Gleichschritt, tragen Braunhemden, haben ein Fahrtenmesser. Auf dem Griff ist das Hakenkreuz eingraviert und auf dem Messerblatt steht also für Ehre und Treue. Hitlers Erziehungsziele. Meine Pädagogik ist hart. Das Schwache muss weggehämmert werden. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. Ich werde sie in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Ganz stehen! Holocaust, SA, SS, Auschwitz, Dachau, Theresienstadt, Buchenwald, Vergasung, Deportation, KZ, Judenverfolgung.